Hallo Herr Wunderwien, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben, uns Ihr Instrument vorzustellen, was Sie hier im Kulturforum Steinfurt an der Musikschule unterrichten, nämlich die Querflöte. Und Sie haben wirklich viele Instrumente mitgebracht, aber vielleicht können Sie ganz kurz mal noch schildern, wie sind Sie überhaupt zu dem Instrument gekommen? Zunächst habe ich Blockflöte gelernt als kleiner Junge und bin dann an die Querflöte gekommen, indem ich Unterricht genommen habe in Münster bei meinem Querflötenlehrer Frank Düsterwald aus dem Münsterschen Orchester. Und der hat mir quasi die Flöttöne beigebracht. Ah, prima. Und dann später ging es sicherlich dann weiter zum Studium, nachdem der Unterricht dann stattgefunden hat, oder? Ganz genau. Studiert habe ich es dann in Aachen. Und das war ein Studium, was mich dann noch viel tiefer in die Welt der Querflöte reingebracht hat. Und da habe ich das Instrument dann so richtig lieben und schätzen gelernt. Und seit vielen Jahren unterrichte ich es ja hier an einem Kulturforum. Was haben Sie denn jetzt für Flöten hier mitgebracht? Sind ja ganz verschiedene Flöten. Ja, also mitgebracht habe ich eigentlich nur die drei hier, denn dieses große Instrument, das ist sozusagen Instrument des Kulturforums. Dies hier sind meine eigenen. Die kurioseste, was ja auch irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass das Ganze sich um ein Holzblasinstrument handelt, ist diese hier. Ganz leicht nachzubauen. Man geht in einen Baumarkt, eine Bambusstange gekauft, ungefähr in dieser Stärke. Oben abgeschnitten, unten abgeschnitten. Am besten an der Stelle, wenn eine Bambuszelle hier gerade ein Ende hat, dann ist das Ding nämlich am oberen Ende auch geschlossen. Dann macht man mit einem handüblichen Bohrer, Handbohrer oder mit einem Akkubohrer Löcher rein in unterschiedlicher Größe, etwas größer für das Mundloch und dann für die Finger, passend sozusagen in den Abständen, ob es Kinderhände sind oder Erwachsenenhände. Und schon kann man auf so einem Instrument Töne erzeugen. Zunächst mal nur der einfache Ton, wie über eine Flasche geblasen. So funktioniert es bei der Querflöte mit der Tonerzeugung ja auch. Man hat die Unterlippe ein bisschen auf dem Mundloch, etwa zur Hälfte, und bläst gegen die überliegende Schneidekante. Und da entstehen dann Luftschwingungen in der Flöte und regen die Wand der Flöte zum Schwingen an. Und wenn man das Flötenrohr verlängert, indem man die Finger auf die Flöte macht, dann klingt es natürlich nicht wirklich wie eine ausgefeilte Musik, aber immerhin für eine Baumarktflöte gar nicht so schlecht. Ja, das finde ich auch. Und Sie haben ja gesagt, ein Holzblasinstrument, ist das immer noch ein Holzblasinstrument? Das ist ja eigentlich aus Metall. Es zählt zu den Holzblasinstrumenten, weil die Entstehungsgeschichte halt so ist, dass es früher alles Holzinstrumente waren. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich dann aber Metall durchgesetzt, vor allen Dingen zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich als Theobald Böhm, ein Naturwissenschaftler und berühmter Flötist und Flötenbauer aus München, diese zylindrische Flöte erfunden hat. Und das ist sozusagen das Instrument, die Böhmflöte, so wie sie heute in allen Orchestern dieser Welt auch noch gespielt wird. Das ist die sogenannte große Flöte. Die kleinere Schwester ist sozusagen diese Piccolo-Flöte, hier auch noch aus Grenadilholz übrigens. Und dann die ganz große, die Altquerflöte, die dann deutlich tiefere Töne herausbringt und natürlich auch einen ganz speziellen Klang hat. Eine Quarte tiefer eingestimmt als die große Flöte. Und wie unterschiedlich sind die jetzt im Klang? Können die vielleicht einmal einspielen? Ja, das kann ich machen, genau. Also vielleicht fangen wir mal mit der mittleren Flöte an. Das ist ja die ganz normale. Ganz hohe, eine Oktave höher, oder aber die Altflöte. Ja, das sind ja wirklich schon ziemlich große Unterschiede klanglich. Ne? Also wirklich sehr hoch die Piccolo-Flöte zur Altflöte. Ja, sehr interessant. Und die Tonerzeugung funktioniert also quasi wie auf der Flöte hier eigentlich auf dem Baumarkt. Ganz genau. Herstellen kann. Funktioniert bei allen Flöten eigentlich gleich.
Übrigens, die Blockflöte hat ja auch im Grunde genommen die gleiche Tonerzeugung. Da wird ja auch im Blockflötenkopfstück eine Schneidekante angeblasen, indem wir durch den Klangspalt dementsprechend die Luft schicken. Hier bei der Querflöte ist es allerdings so, dass man die Luft praktisch direkt frei auf die Schneidekante schickt, indem man die Flöte, daher der Name, quer vor den Mund nimmt und die Unterlippe dementsprechend auf das Mundloch und dann gegen die Kante hier mit einem kleinen Luftstrahl zu treffen. Ich mache es nochmal vor. So klingt der Grundton des Kopfstückes. Die Länge des Rohres, zum Beispiel jetzt hier durch die Hand verlängert, verändert die Tonhöhe. Und nachher mit dem Flötenrohr und den Klappen auf eine ganz bestimmte Art. Ah ja, prima. Ja, vielen Dank, dass ihr heute Zeit hatten, herzukommen und uns einmal die Querflöte vorzustellen. Kann man natürlich ja auch erlernen im Kulturforum Steinfurt, bei Ihnen oder auch anderen Kolleginnen und Kollegen. Genau. Und ja, die Anleitung zum Bau einer Flöte aus dem Baumarkt werden wir noch auf unserer Homepage bereitstellen in den kommenden Tagen. Ganz einfach. Und das kann wirklich dann jeder mal zusammen vielleicht mit den Eltern oder mit den Großeltern zusammen zu Hause im Bau. Vielen Dank. Herzlich gerne.